Hallo Freunde und herzlich willkommen zu Infection Free Zone. Ja, wir haben ja angefangen hier den Zaun zu errichten. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob wir Leute gerade draußen hatten. Doch, hier unten haben wir Leute gerade draußen, die den Food Market gleich auch ein bisschen noch durchsuchen, in dem Fall aktuell. Und euch hatte ich ready. Ich bin gerade beim Überlegen, wo ich euch mal hinschicke. Ob wir Medical mal gehen? Ist jetzt die Frage, gehen wir tief in die City oder versuchen wir nochmal ein bisschen außerhalb was zu erwischen? Interessant fände ich, wenn ich das anschaut. Ah, der versucht die Straße hier zu nehmen. Das ist es. Gut ist schon mal, dass jetzt hier beinahe alle Häuser weg sind. Bedeutet, wir sind hier dann schon mal safe, dass die Gebäude weg sind. Wichtig ist aber auch, dass wir unsere Verteidigungsanlagen irgendwann fertig haben. Weil leider ist das ja nicht unbedingt so easy. Perfekt. Da haben wir jetzt den Stacheldrahtzaun. Plünderer. Okay, der will auch noch irgendwo hin. Building clear. Ich würde gerne dann die versteckten Mauern direkt bauen als nächstes. Es wird dann halt sozusagen anfangen, hier rumzuziehen in diesem Zwischenbereich, den wir dann dazu erzeugen. Oh, schau mal, da ist ein Van, wie es ausschaut. Der hat natürlich wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr Sachen, die wir haben. Operator. Produktoren haben wir schon mal ein bisschen was. Hier noch eine Polizeiwache sogar. Wäre natürlich auch alles sehr interessant. Hoppala. Warum ist ein bisschen so flau? Das war nicht der Plan. Construction complete. Na komm. Going there. Let's do it. Roger. We're on the move. Ah, schon mal, das Team ist natürlich jetzt absolut protected. Wir sollen noch eine durchsuchen und dann sollen sie sich auf dem Heimweg machen. Hier im Wasser. Da ist mehr. Okay, Leute. Nach Hause, Leute, schnell! Da sind auch noch Polizeisachen. Plattenrüstung. Jetzt Stück für Stück kommen wir dahin. Das brauchen wir noch. Aber da sollten wir vielleicht morgen nochmal forschen. Weil hier haben wir einen großen Forschungskomplex. Den sollten wir hoffentlich noch erforschen können.
Ach, das war die eine Gruppe, die uns angegriffen hat. Da steht noch, liegt noch Munition rum. Waiting orders. Let's do it. On my way. Going there. Roger. Mal schauen, ob wir da jetzt schon in einem Waffen liegen. 6 Stück lagen da jetzt rum. Das tut natürlich unseren Vorrat auch erhöhen. Ich hoffe jetzt, dass die Nacht aber ruhig ist. Wenn sie morgen die Möglichkeit haben, das Gebäude weiter abzureißen. Das wäre natürlich echt schick. An unseren Feldern arbeiten natürlich jetzt auch super viele Leute. Das ist superb. Das Wohnhaus wird langsam auch fertig gemacht. Und hier bauen 2 und 3. Ah, okay, hier arbeiten einige dran. Aber das wird auch eins unserer größten Wohnhäuser. Also es kann meinetwegen schon ein bisschen dauern. Ja, dann die Wehrtürme, das sind natürlich Waffen und Munition ausgestattet. Das ist eine Waffenfabrik, produziert Waffen und Munition. Und organischen Abfall und Biokraftstoff und benötigt zum Betrieb. Ja, damit kann ich dann Kraftstoff herstellen, okay. Du machst Werkzeuge aus Metallen, also eigentlich auch wichtig. Ein Nutztiergebäude. Ja, das ist natürlich alles die Frage, was man wann wie war verwendet. Bei Hühnchen wäre das schon auch schon praktisch. Dosenfabrik. Gewächshaus. Das Problem ist auch, ich kann hier keine Häuser errichten. Operator. Going there. The work ain't gonna wait for us. Let's get to it. Wait, es ist morgen. Receiving. Let's do it. Operator. So, ihr seid die Hardcore-Truppe. Die Hardcore-Gruppe übernimmt bitte Going there. Die Seite des Komplex. Operator. Während Gruppe 2 sich den anderen Flügel vornimmt. Heute gehen wir mal rein auf Forschung. Und währenddessen hätte ich gerne, dass wir trotzdem weiter am Stacheldraht bauen. So. Unser Lager ist ja jetzt relativ groß, das ist natürlich auch nicht schlecht. Aber es wird trotzdem sehr, sehr schnell voll gehen. Geht's bei euch voran? Wichtig wäre, dass wir viel Schulmaterial finden, Operator. Forschungsmaterial. Je mehr wir davon haben, desto happier bin ich. Building clear. There's nothing left. There's nothing left. Clear. Wie viel haben sie? Ja, jetzt können wir Forschung zahlen. Construction complete. Construction ready. Building adapted. Ah, schau an. Wohnhaus ist gut. Lebensbedingungen für die... Okay, Rückzug des Squads bitte. Gibt Gas, Leute. Ah, shit, warte mal, jetzt ist Nacht, Wettervorhersage. Vollmond bei klarem Himmel, nice. Ich habe mir die zweimal vorgegeben. Operator.
Und die fahren nochmal nach Hause, weil die haben schon eine ordentliche Lieferung. Mit der ganzen Forschung können wir jetzt hier die fortschrittlichen Materialien machen. Dann den Rest erforschen. Ich glaube, dann können wir nicht relativ gut schon vorangehen. Mit dem Ganzen. Hostile group incoming. To all survivors, this is an infection-free zone. We provide food and shelter, safety and security. Ready for action. Join us. No more to find. Rising grind, people. No time to waste. Construction ready. We're missing resources. Missing resources. Oha, wir haben keine Metalle mehr. Das ist natürlich auch heftig. So, warte mal, wo war denn das Forschungsgebiet eigentlich? Roger. Jetzt kriegst du erstmal die Gebiete noch. Dann haben wir nicht alle Forschungsgebiete fertig. We finished construction ready. Construction ready. Wir müssen halt warten, bis wir Metalle haben. Holen die sich das direkt jetzt von der Baustelle? Das wäre natürlich cool. Sir, we've encountered a group of people willing to join us. Send them in. Das ist ein Mann. Wir sind einer Gruppe begegnet. Das ist einer, aber okay, einer ist auch nicht schlecht. Wie geht's mit unserer Suche nach Waffen? Oh ja. Das schaut ja richtig gut aus. Receiving. Auto ist halt bummvoll, aber da fahren wir halt noch zwei Runden. Dann sollten wir das gut haben. Man sollte sich überlegen, ob man sich doch vielleicht nicht den Van hinten holt. Der hat 25 Kapazität sogar. So einer bloß als Transporter wäre geil. Mit dem könnte man halt mit einer riesigen Squad dann durchgehen. Das wäre schon was. Ja, so viel hast du dann auch in hier zum Erforschen, ne? Wir scheinen aber genug Metalle mittlerweile zu haben, um hier weiterzuarbeiten. Cool wäre natürlich, wenn man hier irgendwie das abreißt und dann diesen kompletten Komplex übernimmt. Weil bauen kannst du ja wieder nicht. Das finde ich schade. Dass du sagen kannst, hey, ich baue eine Scheune hier hin. Das wäre noch eine ganz feine Sache jetzt. Construction complete. To all survivors, this is an infection-free zone. We provide food and shelter, safety and security. Join us. Das Auto ist irgendwie sehr... Es hat keinen Kraftstoff. Haben wir keinen Kraftstoff mehr? We finished construction. Waiting orders. We're on the move. Enemy group approaching! Okay. On my way. Raiders are coming. Get ready! Get some rest. They're trying to get inside. Zwei AKs, das ist super. Reporting. Fuck, jetzt ist dein Treibstoff auch aus. My way. All squads, return to base. Deswegen sind die so langsam. Fuck. Nächstes gehen wir nach da oben, das sind zwei Tankstellen. Und Nahrung geht uns auch wieder aus. Shit, fuck. Da sind auch noch drei drin. Produzieren denn die wenigstens irgendetwas oder was ist da wieder los?
Gerät zurücksetzen. Nein, Ressourcen durch Zurücksetzung erhalten. Nein. Ich will, dass sie Nahrung macht. Ich habe 45 Weizen auf Lager. Oh Gott, damit. The infected are pillaging a building. They're breaking into our building. Puh. Glück gehabt. Es hat ganz schön halt schon. Swarm incoming. Get ready. Fuck. Das ist natürlich jetzt eine sehr ungute Situation, in der wir uns befinden, weil jetzt heißt es, sie kommen. Wir haben keinen Treibstoff. Wegzufahren, wenn jetzt heute Nacht eine Horde kommt, ist blöd. Ne, ihr bleibt fort. Ich könnte euch die... Okay, die Mauer steht. Gut, jetzt kommt die Nacht. Aber ich würde sagen, was hier passiert und was für Horden ankommen, sehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.